Fraktion erhält das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, meine Damen und Herren, Gott zum Gruße. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte der Minister Özdemir die Haltungsform bei frischem Schweinefleisch einheitlich kennzeichnen. So weit, so gut. Könnte man jetzt sagen, wenn es nicht so eine solche Kennzeichnung nicht schon längst gäbe, was Sie aber entgegen vorhaben, Herr Minister, schadet den Beteiligten. In erster Linie schaden Sie mit Ihrer Kennzeichnung den deutschen Schweinehaltern. Denn für die Betriebe bedeutet der neue Bürokratieaufwand erhebliche Mehrkosten. Weil ausländische Marktteilnehmer diese Mehrkosten nicht haben, schaffen Sie gleichzeitig einen massiven Wettbewerbsnachteil für die heimische Landwirtschaft. Und das würden wir nicht durchgelassen, da stellen wir uns dagegen. Zweitens hat die Tierhaltungskennzeichnung keinerlei Einfluss auf bessere Haltungsbedingungen oder den Tierschutz. Denn warum sollte ein Schweinehalter seinen Stall für mehrere Millionen Euro umbauen und die Haltungsbedingungen verbessern, wenn er dann auf den Kosten sitzen bleibt, weil niemand die teure Ware kauft? Falls Sie, Herr Minister, in Ihren Elfenbeinturm noch nicht mitbekommen haben sollten, befinden wir uns inmitten einer der schwersten Inflationen seit den 50er Jahren. Die meisten Deutschen können sich schon heute kaum mehr noch Fleisch leisten. Gut, vielleicht ist es Absicht der Grünen, das weiß ich nicht, aber das ist halt eine Katastrophe momentan. Drittens gibt es auch keinerlei Mehrwert für den Verbraucher. Denn die Kennzeichnung gibt nämlich anders als behauptet keine Auskunft darüber, ob die Haltung besonders artgerecht ist. Aufzucht und Transport zum Beispiel werden gar nicht berücksichtigt in Ihrem Gesetz. Hier sind die bereits am Markt existierenden privatwirtschaftlichen ITW, ist ja schon angesprochen worden, Tierschutzkennzeichen deutlich weiter als Ihre Pläne. Und Ihre Pläne sind vermutlich nur zur Täuschung des Verbrauchers da, meine Damen und Herren. Fasst man noch mal kurz zusammen. Ihre staatliche Tierhaltungskennzeichnung diskriminiert die heimischen Schweinehalter und verteuert die Produktion massiv. Das bedeutet auch, dass das heimische Fleisch künstlich teurer gemacht wird. Und das inmitten der aktuellen Krise, die wir aktuell haben. Gleichzeitig verbessern Sie nicht die Haltungsbedingungen, sondern schaden sogar dem Tierschutz. In der Schule würde man sagen, setzen 6. Kein Wunder, dass so gut wie alle relevanten, kriegst keinen Herzinfarkt, bleiben Sie ruhig, ganz ruhig bleiben. Durchatmen, dann wird es besser. Kein Wunder, dass so gut wie alle relevanten Verbände, egal ob Landwirtschaft oder des Handels und sogar Tier- und Umweltschutzverbände, Sturm gegen ihre praxisfremden Pläne laufen. Sogar der Bundesrat, haben wir schon gehört, hat 60 Änderungen an ihren Entwurf eingefordert. Was machen Sie, Herr Minister? Sie ignorieren diese Kritik einfach und wollen Ihre Kennzeichnungspflicht trotz allem und gegen jede Not durch den Deutschen Bundestag boxen. Sie, und dass Sie unbelehrbar sind, das wusste man ja bereits, aber Ihre unerträgliche Ignoranz gegenüber allen Einwänden der beteiligten Akteure zeigt mir, welches Geisteskind Sie in Wirklichkeit sind und wie sehr Sie unsere freiheitliche, marktwirtschaftliche Demokratie verachten. Mit uns ist es jedenfalls nicht zu machen, meine Damen und Herren. Der einzige richtige Weg wäre eine vernünftige Herkunftskennzeichnung. Das hilft allen Tierhaltern und den Verbrauchern. Der entsprechende Antrag liegt ja vor, der ist angehängt an diesen Sachen. Und wie es richtig funktioniert, werde ich im zweiten Redebeitrag mein Kollege Peter Felser erklären. Denn Landwirtschaft, Umweltschutz und Tierschutz funktioniert nur mit der AfD. Dankeschön, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen.